komplett dehydriert und mit den Nerven am Ende nach stundenlangem Herumgewurstel hier meldet sich der Zwergenfürst mal wieder hier mit einem neuen Part Miitopia. Schalt mal auf die Erinnerung. Wir haben hier gerade dieses Holla-Bild besiegt. Schauen wir es uns an. Ich moderiere es für euch. Also holla, das Gesicht, Achtung, meine Fresse, ich kann dieses Bild nicht mehr sehen. Solche 10 Kämpfer. Vorsicht, ha! Reagiert rechtzeitig, Hieroglyphe B ist dran. Ja, miau! Finne. Mit seinen Attacken hier. Kratzende Krallen. Das ist eine neue Attacke, die er gelernt hat. Ihr seht, wir haben alle neue Klamotten, vor allem ich hier. Mein Pünktchen. Uniformchen. Wir sehen alle super ulkig aus. Aber was soll's? Hauptsache, die bringen Abwehr, die Uniform. Und Andi hat mein altes Schwert hier, mein Stahlschwert, das ich schon hatte, bevor es mir geklaut wurde vom großen dunklen Fürsten. Ach ja, da, dieser Wut hier. Da gab es ja auch irgendwas, das ist im Offscreen-Training passiert, das war da uns zerstritten haben, ich und Andi, und dann entsteht so ein blauer Streifen, der dann geheilt werden muss. Die Freunde, Level 9, Sarah und Finna, Rechen gelernt. Ja, ein bisschen gelevelt habe ich auch, muss zugeben, aber das muss ja irgendwie sein. Ein paar Spielscheine habe ich aufgebraucht, und da hatte ich irgendwie 50 Spielscheine von, weil ja am Anfang, wenn man sich in dieses Spiel einloggt, also bei jedem Start des Spiels, erhält man 3 Spielscheine, weil man da irgendwie eine Umfrage machen muss, und so habe ich dann irgendwie 50 Spielscheine gemacht, und oha, das Team ist sehr am Boden. Sieht schlecht aus. Okay, irgendwie da Heilung bekommen. Werde etwas müde. Ja, müde wurde ich häufig genug. Bei den 10 Versuchen, die ich hier wieder gemacht habe. Jedenfalls bei dem Dingens, bei dem Roulette, konnte ich dann irgendwie HP freischalten. Nein, Erfahrungspunkte mit HP. Und da konnte ich dann irgendwie die hochleveln, alle auf Level 10. Damit wir wieder kämpfen können. Und ich hoffe, dass wir noch unterlevelt sind. Ach du Scheiße, Finne. Der Arm ist fast am Boden. Ein Kicher. Mein neues Dings, meine neue Waffe. Sieht auch richtig episch aus. Hau rein! Und Sarah hat da irgendwie so ein Paketband in die Form, so ein Ding, so ein Geschenkpapier heißt das, glaube ich. Auf geht's! Zack! Aber wer sagt da, oh, ach so, Finne hat sich verletzt. Seine Krallen verkrümmt. Oder was? Holla ist dran. Ah ja, diese Attacken, die sind so asozial. Diese Feuerattacken. Finn ist am Boden. Ach, verflixt. Nicht, wenn ich dabei bin. Sarah gerät in Zorn, Wut. Kicher, frecher Piekser. Zack. Ich stürze mich die ganze Zeit auf dieses Bild, weil ich will es einfach nur fertig machen. Oh, Sarah gerät in Rage. Und haut mehrfach drauf. Ah. Zack, heißer Hoher. Das war so meine Taktik im letzten Kampf jetzt hier. Einfach auf das Bild stürzen, die beiden Schwächlinge daneben einfach gut sein lassen. Die haben auch nicht zu stark an Griffe, dass die das nicht wirklich schaffen. Oha, wir sind nur noch zu zweit. So ein Kack, da wird's eng. Finde welche eine Tragödie. Aber die Ruhezone, die bringt etwas viel. Etwas viel. Gut, du Deutsch sprechen können, Zwergi. MP-Bananen.
Ja, diese Kämpfe, die hängen mir mittlerweile sowas zum Hals heraus. Bah, mag ich gar nicht. Leichte Kämpfe, ja, das macht irgendwie ein bisschen Spaß, wenn das ab und zu mal ein leichter Kampf kommt, aber so ein OP-Kampf hier, so ein anstrengender Bosskampf hier. Meine Fresse, und da kommen noch so viele. Der Greif war der erste, der da wirklich ernstzunehmend war. Oh, und in der Demo-Version die Marmeladenoma, der Marmeladenoma-Geist. Hier der Beleber. Steuer. Dicher. Mach's alle Zwecki. Und kocht. Für Zwecki? Ja, für Zwecki. Hau rein. Mampf. Habe ich mich wieder geheilt. Und die Beziehung zu meiner Schwester steigt immer weiter. Ich versuche es nicht zweideutig zu sehen. Ist ja eigentlich immer zweideutig, diese Beziehungskrams hier. Keine Ahnung, was man sich damit denkt. Was man sich damit denken soll. Steht ja immer Freunde drunter und irgendwie Bekannte oder sowas. Deshalb ist es eigentlich nicht halb so wild. Also. In Tomodachi Life gibt es wenigstens noch Techtelmechtel. Habe ich leider noch nicht aufgenommen. Eine Folge mit Techtelmechtel. Kommt ja erst, wenn wir Ehen haben und sowas. Ist bei mir auf Tomodachi Life ist eigentlich tote Hose. Will halt einfach niemand in eine Beziehung, aber was soll es? Oh, nächste Beziehung. Du. Bekannte, sagte ich doch gerade. Jetzt habe ich es angehalten. Okay. Wollte was drücken. Hab vergessen kurzfristig, dass das eine Aufnahme ist, dass wir hier die Erinnerung sehen. Zwecken liegt woanders hin. Ach du Kacke. Getroffen. Alles in Ordnung. Jo, er hat nur ein KP abgezogen, ein HP abgezogen bekommen. Ist noch ganz in Ordnung. Lässig. Dieser Haus gut. Lässige Charaktere sind ganz praktisch. Frecher Pizza. Hui! Das Gemälde endlich besiegt. Casa de Menu! Und das war dann schon das Finale. Wir jetzt noch den einen links ausschalten und dann haben wir's. Hier, ich hau einmal rein. Zack! Na, da muss noch einmal draufgehauen werden. So, zack! Oh, da haben wir es geschafft. Und tschüss! Holla, gerettet. Dankeschön! Sarah und Co. waren siegreich. Schon vorbei! Ja, schon. Was heißt schon? Das war ziemlich lang. Dann kann es mal weitergehen. Level 11 für Finne. Hurra! Kunstgebäck. Okay. Ob das schmeckt? Ich glaube, ich hau ab. Ja, ich hau auch gleich ab. Dann hat er zwar erst angefangen, aber ich brauche eine Pause. Ich habe so lange dran gesessen. Na, weiter. Gasthaus. Jetzt bräuchten wir sowas von einem Gasthaus. Jetzt eine Tasse Tee. Ne, lieber eine Tasse Kaffee. Steh mir auf Kaffee. 3 Spielscheine erhalten. Und weiter. Gasthaus. Juhu. Das habe ich jetzt gebraucht. So, Leute. Und was mit denen? Ich möchte mich mit Zwergi wieder vertragen. Okay. Stecken wir sie mal wieder in ein Zimmer. Oh. Na kommt, vertragt euch. Zwergi. Ach, den Dialog hatten wir doch schon mal. Ich war gemein, es tut mir leid. Ich möchte mich wieder mit dir vertragen. Ich mich doch auch. Danke, Annelie. Den Dialog hatten wir doch schon. Ärger vorbei. Wie schön. Annelie wurde verziehen. Wie schön, das freut mich doch. So, Leute, ich muss mal ganz kurz eine Pause einlegen. Ganz, 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 ganz kurz. Ich muss mal was trinken. Ich bin dermaßen dehydriert. Sehen wir uns gleich wieder. Es geht gleich weiter. Und weiter geht's. Jetzt haben wir sogar schon 2 Gesichter zurückzugeben, weil offscreen habe ich schon hier das Gesicht von Gypsy hier gerettet. Das war in so einer Cobra.
Ja, wusste nicht, dass das so plötzlich kommt. Das kam so aus einem Busch irgendwie raus. In das Kobra-Gesicht. Ja, ist es zurück. War aber auch nicht so sonderlich spannend, dieser Kampf. War eher ein leichterer. Diente zum Training. Gipsy hat sein Gesicht zurück. Puh. Kann er wieder Mordfälle aufklären. Hörst du mir überhaupt zu? Ach, hör doch auf. Musst du etwa schon wieder nörgeln? Als Monster hatte ich ein besseres Leben. Aber danke für deine Hilfe. Das hier ist eine kleine Belohnung. Juwel von nebenan C erhalten. Das ist wahrscheinlich storybedingt. Das brauchen wir über irgendwo für. So, der mal ihr Gesicht zurückbringen. Endlich ist man nicht in einem Gemälde gefangen. Oh, das Gemälde war sowas von nervig. Ich habe so viele Anläufe gebraucht. Bah, reden kann ich auch nicht mehr. Alter Schwede. Schalalalalan. Ah, gleich viel besser. Dieses Gesicht hat mir gefehlt. Hier, das sollst du zum Dank haben. Juwel von nebenan. Ah, erhalten. Ah, ich fürchte, wir brauchen da einen Buchstabensalat hier. Hier haben wir A, dann brauchen wir hier B, C. Dann wird das vermutlich D gewesen sein. E, F. Wir brauchen F. Deine Juwele, um halt irgendwo durchzukommen. Das wird wohl irgendwie wieder was sein, was wir einsetzen müssen. Ich habe so dermaßen die Schnauze voll von dieser Pyramide, von dieser Riesenpyramide, aber ich muss da weiter. Warte noch einige Gesichter auf uns, die wir hier in dieser Pyramide retten müssen. Die meisten sind hier wirklich drin. Zumindest auf der Karte waren sie hier drin verzeichnet. Alles in Ordnung. Zwergi. Ja, letztendlich müssen wir sowieso überall hin. Hier, ich habe eine neue Attacke erlernt. Das ist hier MP-Sauger, zeige ich euch mal. Felsenfratze, MP entzogen. Ja, das entzieht irgendwie MP und fügt mir MP zu. Aber das Problem ist... Ach so, MP, Magiepunkte. Ach so, jetzt habe ich es kapiert. Ich dachte HP und dann... Habe ich mich gewundert, warum... dem nicht so ist, dass der nicht schwächer wird. Aber wenn das MP sind, dann macht das ja noch weniger Sinn. Die Attacke ist hier wirklich die beste. Dieser Piekser zieht was ab und bringt halt was im Kampf. Dann kann man schneller besiegen. Finde wetzt immer nur seine Krallen. Warum eigentlich so eine Katze, warum die Katze ins Team nehmen, das ist eigentlich eher hinderlich. Also die Katze ist irgendwie eine miese Rolle, die macht irgendwie relativ wenig. Köchin ist ja da zum Heilen, die bringt ja als Heilerin ein bisschen was. In deren Essen bringt Heilung für uns, aber die Katze, die hat irgendwie fast gar keine Funktion, außer dass die mit ihren Krallen ab und zu mal was anstellen kann. Aber meistens liegt die nur so auf dem Boden und krallt mit ihren Krallen den Boden hier. Die krault den Boden. Nervt dann irgendwann nur. Level up für Sarah. So. Weiter geht's. Wir können es nicht besser gehen. Entschuldige, was hast du gesagt? Ach, diese Dialoge. Öffnen. Was haben wir da drin? Puppenpfeffer. Puppenpfeffer und Puppenpfefferstern. Oh, ich stehe auf scharfe Sachen. Bestimmt mein Mir auch. Hoffentlich mein Mir auch. Bin sowas von bereit. Gegen eine Mumie. Ach nein, scheiße. Die habe ich ja schon kennengelernt im letzten Part. Mich verschluckt deine Waffe. Das finde ich nicht so toll. Kicher. So, den Stein besiegen. Der überrollt uns. Ja, erstmal besiegen, bevor sie uns überrollen. Mumie ist dran. Ach, tatsächlich. Die Krallen verschluckt. Meine Katze. Muss doch die Hand abgehackt worden sein, oder? Wie stellt man sich das vor, wenn da die Waffe der Katze geklaut worden? Wirklich. Ein Kinderspiel. Findest dran. Ja, ohne Krallen ist eine Katze ein bisschen
ja, wie soll ich sagen, aufgeschmissen. Aber ich hole die deine Krallen zurück. Finde. Bah. Wie geht denn das? Alles voller Sabber. Ja gut, er ist nur ein Mensch im Katzenkostüm, aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Figuren alle Verkörperungen sind, also wenn man dann wirklich zur Katze wird. Naja. Generell sehr ulkig dieses Spiel. Die Rollen und Klassen. Naja, was soll's. Zauberer und Magier, das war noch einigermaßen gut, aber so jetzt Koch ist auch noch in Ordnung, aber so ein Kobold, wie ich ihn spiele, diesen Schurken oder wie der heißt, auch nicht gerade sehr. Das Gasthaus gefunden. Ist nicht, also Unhold hieß es, glaube ich, ja. Unhold. Hier muss das nächste Gesicht stecken. Ab Marsch. Hui. Los. Auf. Ins. Abenteuer. Schön. Weitere Maßnahmen zur Steigerung der Moral scheinen mir nicht nötig. Alles klar. Alles Paletti. Da hat aber jemand gute Laune. Jetzt kommt von hier schon wieder eine Mumie. Ja, wir sind hier in der Pyramide. Was erwarte ich mir? Außer Mumien. Die nerven auch so extremst. Zack. Nicht übel, oder was? Toll, Zwergi. Wow. Ein Kompliment von Annelie. Sowas von zweideutig. Die ganze Beziehungsgeschichten hier. 400 gerettet. Ein Bonus. Vom Horst. Cobra Nuggets. Bin ein bisschen außer Puste. Ein Schatztruhe. Öffnen. Keine Falle. Super. 580 Gold. Perfekt. Weiter geht's. Was kommt wohl als nächstes? Na, wieder ein Gesicht. Hoffentlich hier wieder nicht so schwer. Zwei Gesichter auf einmal. Ach du Schande. Oh nein. Was passiert hier nur? Das kann ja nur schwer werden. Säbel. Google-Schild. Okay. YouTube-Schwert. Auf jeden. Die sind hoffentlich jetzt ein bisschen leichter zu besiegen. Ist nicht wieder so schwer wie das Bild. Google-Schild bietet YouTube-Schutz. Nun ja. Ach du Scheiße, die haben doch eine ziemlich große. Nun ja. HP-Balken. Ach du Schande, ach du Schande, das wird doch wieder ein zäher Kampf. Dugel-Schild bietet Schutz. Sammelt MP. Auf geht's. Sprunghieb. Ich hoffe, wir kriegen es jetzt besser hin. Als bei diesem scheiß Bild hier, bei dem Gemälde. Entschuldigung, aber das war echt. Unterste Schmerzgrenze. Zack, zack. Noch geht's. Noch ertrank mal. Will vor allem die angeben. Kicher. Zack. Ich brauche mal ein neues Kostüm. Lässig. Noch haben sie keine sonderbar starken Attacken eingesetzt. Also so solche Flammendinger wie beim Bild. Die habe ich hier noch nicht gesehen. Bietet Schutz. Ist halt der große Papa. Papa Google bietet dir Schutz. Naja. 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 Google und dir Schutz bieten. Hey, ich sag mal lieber nichts dazu. Wir wollen ja weiterhin. Freunde bleiben Google. Foto gemacht. Alles klar. Braucht man auch manchmal ein Erinnerungsfoto. Energisch. Nein, ich gebe noch nicht auf. Nein. So, finde mal die Ruhezone. Der hatte noch wenige HP. Jetzt hat er wieder ein bisschen mehr. Frecher Piekser auf Google-Schild. Das muss auch mal ein bisschen was abkriegen.
Und zack. Ich muss mal wieder meine HP aufheilen. Nein, meine MP. Die sind ein bisschen geschwächt. Okay. Aus Versehen hat Finn ein bisschen. So ist alle. Aus Versehen hat Finn ein bisschen was abbekommen, aber schade sieht man auch nicht. Ein bisschen MP. Oha, da ruckelt's wieder. Das passiert, wenn man so ein bisschen auf den B-Knopf drückt. Ja, Fehler im Spiel. Dürfte eigentlich nicht passieren. Frecher Piekser auf Google Schild. Machen wir es alle. Zack. Hui. 20. Kleiner Snack für mich. Was für mich? Wie nett. Ja, einfach gedrückt halten. Nicht so machen, sondern so. Könnte ich mir jetzt nicht wieder verkneifen. So, mal mit in die Ruhezone. So, miau. Zack. Ich helfe dir. Oh, zusammen. Solche Sachen sind immer am besten. Das sieht doch gut aus für uns. Das, was wir beim ersten Versuch schon schaffen. Nein, Annelie. Nein. Och, nö. Los, Leben. Hab's wieder geheilt. Ich hätte es eigentlich in die Ruhezone rechtzeitig bringen sollen. Oh, Finne, was ist los? Hier keiner. Keine Näherung hier im Kampf. Weil es nachts machen, wenn die Kamera hier aus ist. Finne. Keine sexuellen Annäherung. Das ist... Was war das? Mensch. Langsam wird das Spiel irgendwie... Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Na gut, die ersten Kätzchen, also irgendwie... Und ein Kennkätzchen wäre mir das irgendwie ein bisschen... Ja. Versuch's mal mit einem MP-Sauger. Bringt auch mal was. YouTube-Schwert MP entzogen. Oha. Annen die mal in die Ruhezone. Damit sie nicht mehr von Finne umarmt wird. Umarmt war das ja nicht. Das war eher angetatscht. Angegriffelt. Meine Fresse. Hören wir mal auf, darüber zu reden, bevor mir das Video hier noch gesperrt wird. Würde ich YouTube zutrauen. Mir wurde schon ein Miitopia-Part geblockt. Unangemessener Inhalt. Ach, jetzt weiß ich warum. Jetzt weiß ich, warum das unangemessener Inhalt war. Ach Mensch, YouTube. Jetzt weiß ich, jetzt kapiere ich. Na klar, ist das so ein angemessener Inhalt. Aber da bin doch ich nicht dran schuld. Dass das Spiel so ist. Geschafft. Bitte, YouTube. Schankedön. Okay, hat die Wegstarben von Buxelt oder was? YouTube und Google gerettet. Hurra! Sarah und Kuban siegreich. Gewonnen. Und weiter geht's. Erinnerungen brauchen wir nicht. Haben wir ja gerade gesehen. HP-Sauger gelernt. Was? Habe ich das noch nicht? Achso, jetzt HP und nicht MP-Sauger. Ah, das ist eine Schwert-Sashimi und Schild-Kraton. Okay, alles klar. Kann man das essen? Hier geht's mal wieder nicht weiter. Ich glaube, wir haben uns verirrt. Klimp, 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 klimp. Hör mich an, oh Held Zwergi. Was? Eile zur Türe in dieser Riesenpyramide. Was um alles in der Welt? Du drehst gerade ein bisschen durch. Huch. Was war das?
Es fühlt sich an, als würde ich von einer fremden Macht kontrolliert. Was? Aber vielleicht triffst du damit sogar den Nagel auf den Knopf. Was meinst du? In Pyramiden gibt es sicher lauter Geister, die gern von anderen Besitz ergreifen. Das sind ja tolle Aussichten. Ah, schon wieder. Vergiss nicht, die Türe von dieser neuen Pfade möglichst zu öffnen. Alles klar. Ein Gasthaus gefunden. Juhu. YouTube und Google ihr Gesicht zurückgeben. Du hast jetzt 400 Leute gerettet. Bonus. Oh, die Macht des Horst. HP-Streuer vergrößert. MP-Streuer vergrößert. Hau, 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 den Text kennen wir, den müssen wir nicht nochmal vorlesen. Das ist wirklich zu viel verlangt, wenn man das wirklich jedes Mal immer durchliest und vorliest. Das ist ja sowieso immer dasselbe, deshalb müssen wir das nicht durchlesen. Also hauen wir rein. Oh, neue Beziehungsstufe. Ba, ba, ba. Freunde! Opfern gelernt. Ich muss aber mal... damit auch mal die Freundschaftsstufen steigen können. Eine 10-Beziehung zwischen Anli und mir zeige ich jetzt, glaube ich, zum ersten Mal. Oh, die Beziehungslinien hier. 9 zwischen Sarah und Finne. Und halt ich und Sarah und ich und Finne und halt Anneli und Sarah und Anneli und Finne muss halt noch irgendwie ein bisschen... Ihr wisst schon. Und deshalb mal ab und zu mal die Zimmer tauschen. Jetzt mal YouTube und Google gerettet und denen mal ihre Gesichter zurückzugeben. Ja, ich weiß, bin dran vorbeigelaufen. Wollte nur mal gucken, wen wir noch brauchen. Die brauchen wir noch und den brauchen wir noch. So, sind noch 2. Ja, noch 2. Nach den hier. Uha, YouTube, Google. Ihr habt eure Gesichter wieder. Uha, mal ein bisschen schneller gemacht. Papa! YouTube! Mein Herr! Vielen Dank! Vielen, 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 vielen Dank für deine Hilfe. Ausnahmsweise aber nur dieses Mal bekommst du was von sonst umsonst von uns. Juwel von dem Mann B erhalten. Okay, das heißt, wir bekommen hier noch ein anderes Juwel von denen. Joa! Ich kann mal erzählen, was ich mit YouTube und Google vorhabe, was es mit denen auf sich hat. Ich habe demnächst mal in Tomodachi Live, ich glaube, es ist eine der nächsten Parts, die ich machen werde, wenn ich mal wieder einen machen sollte, vor die ganzen sozialen Medien mal als mies zu verkörpern. Das finde ich ganz spannend, sozusagen, was wäre, wenn YouTube, Google, Instagram, Tumblr, Twitter, wenn die alle Menschen wären. Genauso werde ich das dann mal machen. Hier seht ihr schon YouTube und Google, Instagram, Twitter, WhatsApp gibt es auch noch. Google haben wir ja hier. Ja, Tumblr gibt es noch. Irgendwo in dieser Pyramide muss sich noch der Höhlenorg aufhalten, also das Flaschengeist-Gesicht-Höhlenorg.